Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Regierungsmedienkonferenz nach der heutigen Kabinettssitzung. Wir haben heute das Thema Hitzeprävention in Thüringen bzw. Anpassungs-Umsetzungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene oder für Kommunen. Ich freue mich, dass die Umweltministerin Anja Sigismund da ist. Herzlich willkommen. Die Gesundheitsministerin Heike Werner, auch Sie herzlich willkommen. Und wir würden in der Einführung Frau Sigismund, Frau Werner die Reihenfolge in der Form nehmen. Und Sie haben die Möglichkeit, danach Fragen zu stellen, entweder hier im Raum oder über WebEx oder über Mail. Wie geübt. Frau Sigismund, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Heike Werner und ich heute zu einem Thema, nämlich wie wir die Hitze bewältigen können, gemeinsam vortragen können und vor Ihnen stehen können, um die Kabinettdebatte zu spiegeln. In ganz Europa erleben wir ja in den letzten Tagen eine extreme Hitzewelle. Die Folgen sind Dürre und Ernteausfälle, verheerende Waldbrände, viele Hitzetote. Italien hat wegen der Dürre bereits in einigen Regionen den Notstand ausgerufen. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. In Thüringen kletterte das Thermometer letzte Woche auf knapp 40 Grad. Zahlreiche Feld- und Waldbrände der letzten Tage forderten unsere Einsatzkräfte. Und ich glaube, wir sprechen im Namen des ganzen Kabinetts, wenn ich zunächst Ihnen ganz herzlich danke für Ihren Einsatz in dieser Zeit, wo wir die höchste Waldbrandstufe haben und wo es darum geht, vor Ort Brände zu löschen. Wir stehen heute gemeinsam vor Ihnen, weil dieses Thema Hitze und Hitzeaktionspläne natürlich viele Bereiche betrifft. Ich will Ihnen zu Beginn die Ausgangslage schildern, dann welche Möglichkeiten wir schon jetzt haben und welche wir dann gemeinsam anpacken wollen. Bereits im Juni, und das sehen Sie hier auf der Folie, war Thüringen bundesweit das Bundesland mit den deutschlandweit geringsten Niederschlägen. Artern ist der trockenste Ort in der Bundesrepublik erneut. Der Juni 2022 war um 3,5 Grad wärmer als in der Vergleichsperiode von 1961 bis 1990. Und wenn Sie jetzt Trockenheit und Hitze kombinieren, dann ist ja sogar der extremste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 gewesen. Expertinnen erwarten, dass Tage mit Temperaturen über 30 Grad, und dann sprechen wir von Hitzewellen, wenn es viele aufeinanderfolgende Tage sind, zunehmen. Thüringenweit verdrei- oder vervierfachen wird sich die Anzahl dieser Tage bis Ende des 21. Jahrhunderts im Vergleich zum Zeitraum 1988 bis 2017. Das heißt, wir gehen schon jetzt davon aus, dass 20 Hitzetage pro Jahr das sogenannte neue Normal werden. Und die Folgen dessen sind schon überall zu spüren. Allein am vergangenen Wochenende 20 Waldbrände in Thüringen. Landwirtinnen und Landwirte ernten viel früher aufgrund ausbleibender Niederschläge. Wir haben Feldbrandbekämpfung, Landkreise wiederum untersagen Wasserentnahmen. Auf der anderen Seite betrifft das eben auch gerade die Gesundheit der Menschen, Kindergartenkinder, die mittags schwerlich in ihrer Kita zur Ruhe kommen, weil es einfach zu heiß ist. In den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen betrifft es die Menschen umso mehr. Darauf wird die Kollegin gleich eingehen. Besonders gefährdet, und diese Frage Gesundheit durch Hitzewellen, sind eben ältere Menschen, Schwangere, Kleinkinder, und um jene wollen wir uns kümmern. Nichts tun können wir uns im Übrigen auch gar nicht leisten. Allein im Jahr 2021 haben Extremwetter, dazu gehört Dürre ebenso wie Starkregen, in Deutschland Schäden und Kosten in Höhe von 80 Milliarden Euro verursacht. Daran sehen wir, dass wir nicht nur ein Problem haben, was tatsächlich uns unmittelbar betrifft, sondern auch volkswirtschaftlich inzwischen immense Beträge zusammenkommen lässt. Was können wir also tun? Na, zum Ersten ist das Allerwichtigste Vorsorge, gerade in dieser Situation, in der wir merken, wir sind inmitten in der Klimakrise. Alles, was zu Klimaschutz beiträgt, ist ein guter Schritt, um letztlich die Symptome zu mildern. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Bund jetzt energie- und klimapolitisch mit Oster- und Sommerpaket Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren macht. Worauf wir uns heute aber konzentrieren wollen, ist die zweite Seite, die für Klimafragen wichtig ist. Das ist die sogenannte Klimaanpassung.
Wir sind in einer Situation, wo klar ist, dass wir bereits jetzt uns eben an die zunehmenden Extremwetter anpassen müssen. Und darauf haben wir mit unserem Klimagesetz aus dem Jahr 2018 ja schon reagiert und die Grundlage gelegt. Dort heißt es in Paragraph 10, die Maßnahmen dienen insbesondere der Gefahrenvorsorge und der Gefahrenabwehr, der Gesundheit des Einzelnen und der Allgemeinheit, dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der Förderung einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Klimafolgenanpassung betrifft also ganz viele Bereiche und deswegen legen wir auch an bestimmten Stellen deutlich einen Zahn zu, übrigens auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wir haben nicht nur ein sehr ambitioniertes Landesprogramm Hochwasserschutz, sondern auch als erstes und einziges Bundesland eine eigene Niedrigwasserstrategie. Und heute legen wir den Fokus auf Hitzeanpassungen mit einzelnen Maßnahmen, die dazugehören. Und wenn ich jetzt mal in das Land hineinzoome, dann würde ich Ihnen gerne zeigen, was Klimaanpassung mit Bezug auf Hitze bei uns vor Ort bedeutet. Wir sind hier auf der nächsten Folie in Erfurt. Die Stadt Erfurt nimmt teil am Bundesprogramm Heat Resilient Cities, also hitzeresiliente Stadt. Wir wissen, dass Innenstädte sich um bis zu 10 Grad mehr aufheizen als das Umland. Die zunehmende Verdichtung, die Versiegelung in den Innenstädten von Flächen, von Plätzen, von Häusern, sorgt dafür, dass wir geradezu richtig Wärmestau bekommen. Und am Beispiel des Leipziger Platzes hier in Erfurt sieht man ganz gut, wie sich Dächer und das Straßenpflaster aufheizen. Wasser und Bäume kühlen hingegen. Also da, wo Dächer und Beton zu sehen sind, ist es deutlich rot. Da, wo Wasser ist, sind die Temperaturen deutlich niedriger. Und das bedeutet natürlich auch etwas letztlich für kommunale Entscheidungen vor uns liegen. Das sehen Sie hier, große Herausforderungen. Klimaanpassung betrifft aber genauso auch bei Hitzevorsorge den ländlichen Raum. Thüringen ist stark ländlich geprägt. Das heißt, wir brauchen auch gute Konzepte für Hitzeresilienz in Stadt und Land. Unsere Städte und Dörfer müssen wir beide fit machen für die Herausforderungen der Klimakrise, damit sie lebenswert bleiben. Das heißt, wir brauchen mehr Grün, mehr Frischluftschneisen, wir brauchen kühlende Wasserflächen und mit Wasserrückhalt und Elementen der Schwammstadt, die den Wasserrückhalt in den Städten deutlich stärkt, können wir entsprechend vorsorgen, damit solche Hitzeinseln, wie Sie gerade gesehen haben, gar nicht erst entstehen. Was tun wir also schon? Wir sorgen vor, indem wir die Kommunen bei Klimaschutzkonzepten im Allgemeinen unterstützen. In Jena, im Ilm-Kreis, in Gera und Weimar haben sich die Kommunen mit solchen Konzepten auf den Weg gemacht. Mit unserem Programm Grüne Schulhöfe helfen wir jenen, die gerne ihren Schulhof von einer Betonfläche entsiegeln, hin zu einer kleinen grünen Oase machen wollen, dies vor Ort umzusetzen. Und wichtig vor allem, es gibt unser Förderprogramm Klima Invest, das richtet sich an die Kommunen, um Klimaanpassung insbesondere und Klimaschutz vor Ort aktiv zu machen. Für den Haushalt 2023 haben wir hier 13 Millionen Euro verhandelt. Schon jetzt können aber die Kommunen über dieses Programm Klimapassungsmanager einstellen. Sie können damit die Verschattung von Gebäuden finanzieren. Sie können Dachfassaden und Straßenbegrünung finanzieren. Sie können Trinkwasserbrunnen bauen. Und Sie können eben über Klima Invest sich zu 90% das Erstellen von Hitzeaktionsplänen fördern lassen. Die Kommunen haben also, wenn Sie so wollen, schon einen recht breiten Instrumentenkasten, damit sie auf die Hitze reagieren können. Und sowohl bei der Umweltministerkonferenz, bei der letzten, als auch bei der letzten Gesundheitsministerkonferenz war diese Frage Hitzeaktionspläne wirklich eine, die im Mittelpunkt stand, eben weil es hier um Vorsorge für die Menschen geht. Die Kollegin Werner wird dazu gleich noch ausführen. Was mir wichtig ist und wo wir auch heute gemeinsam, denke ich, die Gelegenheit nutzen wollen, ist, wir stellen als Land die Mittel bereit. Klima Invest gibt einen großen Förderhebel für die Kommunen. Aber gerade jetzt in diesen Tagen geht es natürlich auch darum, dass
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zum Schutz ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Büros auch schauen, wie kann ich vor Ort aktiv vor Hitze schützen, damit, wenn die Schule wieder beginnt, in Klassenzimmern Schüler einen kühlen Kopf bewahren können, geht es auch darum, das Thema wirklich in den Blick zu nehmen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Krankenhäuser, Pflege und entsprechende Einrichtungen. Ein Stück weit ist es etwas, wo wir, denke ich, alle ganz praktisch uns anschauen müssen, was können wir vor Ort tun. Und genau dafür hilft unsere sogenannte Toolbox, eine, wenn Sie so wollen, kurz- und langfristige Handlungsoptionsbox, ein Instrumentenkasten von Dingen, die vor Ort auch hilft, im wahrsten Sinne des Wortes den kühlen Kopf zu bewahren. Wir sind uns im Kabinett einig und waren uns heute einig, dass wir Hitzeanpassungen in Thüringen aber mit neben dieser Toolbox auch auf die nächste Stufe stellen wollen. Nicht nur rufen wir die Kommunen aktiv dazu auf, eigene Hitzeaktionspläne auf Basis dieser Toolbox zu erstellen, sondern unser gemeinsames Ziel ist auch, einen Hitzeaktionsplan für das Land auf den Weg zu bringen. Dazu werden unsere beiden Häuser aktiv gemeinsam in den nächsten Wochen arbeiten, entsprechende Arbeitsgruppe einrichten und darauf reagieren. Im Kabinett war aber auch deutlich zu hören, dass natürlich auch alle anderen Ressortkollegen sich dem Thema längst widmen. So hat der Innenminister heute berichtet, dass angesichts der dramatischen Situation in den Wäldern 8 zusätzliche Tanklöschfahrzeuge angeschafft werden, zusätzliche Drohnen für die Kommunen zur Waldbrandüberwachung, dass mobile Löschwasserpools angeschafft werden. Also diese Frage, wie wir den Katastrophenschutz, wenn Sie so wollen, zusätzlich ausstatten. Alleine für diese Maßnahmen, die ich Ihnen gerade genannt habe, wird das TIMIC 5 Millionen zusätzlich bereitstellen. Das Gleiche gilt, dass sich der Kulturminister Herr Hoff dazu geäußert hat, dass selbstverständlich gerade kulturelle Einrichtungen, die durchaus Kühle bieten können, auch helfen können als Möglichkeit, als öffentlicher Raum, um sich im wahrsten Sinne des Wortes zu akklimatisieren. Das heißt, Sie kriegen heute von uns einen Ausschnitt. Wir beschreiben die nächsten Schritte, wie wir vorgehen wollen, kurzfristig mit unseren Programmen Klima Invest und der Hitze-Toolbox. Kann sich jede Kommune, kann sich jede Einrichtung quasi rüsten. Wir wollen aber jetzt den nächsten Schritt gehen und einen Hitzeaktionsplan für Thüringen entwickeln. Und da gehört dazu, dass wirklich alle Ressorts mitarbeiten. Und die Bereitschaft war heute im Kabinett deutlich ersichtlich, denn es geht tatsächlich um den Schutz der Menschen in Thüringen. Ja, herzlichen Dank für die, also auch die Darstellung, wie intensiv und angeregt wir uns im Kabinett auch zum Thema nochmal ausgetauscht haben. Und ich möchte aber, bevor ich dazu komme, was in unserem Ministerium derzeit geplant ist und mit welchen Maßnahmen wir derzeit agieren, mich hier explizit bei Anja Siegesmund mal bedanken. Sie hat es vorhin nur ganz kurz angesprochen. Wir reden jetzt über Hitzeanpassung, aber natürlich geht es darum, auf die Folgen des Klimawandels zu reagieren. Und Klimawandel wurde ja lange Zeit geleugnet, es wurde viel belächelt und die Akteure, die hier sehr aktiv gewesen sind, hatten mit vielen Gegenwehr zu kämpfen. Und es ist, bin sehr froh, dass mit unserer rot-rot-grünen Landesregierung unter Initiative eben der Bündnis 90 Die Grünen und insbesondere Anja Siegesmund als Umweltministerin in den letzten Jahren viele Hausaufgaben erledigt wurden, die auch liegen geblieben sind. Und da rede ich natürlich von den Fragen der erneuerbaren Energien, die Förderprogramme, die auf den Weg gebracht wurden, aber auch zum Klimaschutz, zum Naturschutz. Und all das trägt am Ende auch dazu bei, dass die Folgen des Klimawandels vielleicht nicht gemildert, aber zumindest gebremst werden und die Fragen der Hitzeanpassung zwar trotzdem für uns stehen, aber das Bewusstsein für diese Fragen vielmehr sich in der Gesellschaft auch widerspiegelt. Und dafür erstmal ganz herzlich persönlicher Dank auch von meiner Seite. Ja, Anpassungsmaßnahmen bei steigender Hitzeentwicklung sind dringend notwendig. Wir sehen, dass der Klimawandel eine zunehmende Gesundheitsbedrohung darstellt. Das heißt, dass extreme und langanhaltende Hitzeereignisse einen erheblichen Einfluss haben auf die menschliche Gesundheit und dass sie auch eine Herausforderung für das Gesundheitswesen darstellen. Und diese Gesundheitsrisiken aufgrund zunehmender Hitze werden häufiger und werden
schwerwiegende. Das heißt, der Körper kann sich zwar kurzfristig warmen Temperaturen anpassen, wir fangen an zu schwitzen, der Schweiß kann die Haut abkühlen, aber bei langer und großer Hitze funktionieren dieser natürliche Temperaturmechanismus des Körpers nicht mehr. Das heißt, der Blutdruck sinkt, man verliert Flüssigkeit und Salze und das belastet den Kreislauf besonders. Und Folgen sind verschiedene. Es kann ein Hautausschlag sein durch das Schwitzen, das sind Wassereinlagerungen, Schwindelgefühl beim Stehen oder auch Bewusstlosigkeit, eine kurze, schmerzhafte Muskelkrämpfe, beispielsweise beim Sport. Dann die sogenannte Hitzeerschöpfung, das heißt, man fühlt sich schwach, ein Unwohlsein, Kopfschmerzen, Schwindel, niedriger Blutdruck und im Extremfall der sogenannte Hitzeschlag, das heißt eine Körpertemperatur über 40 Grad Celsius, ein gestörtes Bewusstseinsempfinden, aber auch eventuell Krämpfe, Erbrechen und so weiter. Die Hitze kann aber auch Atemwegserkrankungen verschlimmern. Sie kann den Schlaf beeinträchtigen, wurde gerade schon von den Kindern berichtet, die in den Kindergarten gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Es kann zu Nierenerkrankungen führen und die Gefahr von Thrombosen und von Herzinfarkten erhöht sich. Damit einher geht aber nicht nur die Krankheitslast, sondern wir wissen aus Studien, dass mit diesen Hitzewellen mehr Einweisungen ins Krankenhaus einhergehen, aber auch eine erhöhte Sterblichkeit. In den Hitzesommern der Jahre 2015 und 2003 gab es in Deutschland eine erhebliche Anzahl von Todesfällen, bei denen Hitze als Todesursache ganz explizit belegbar war. Europaweit führten im Jahr beispielsweise 2003 die hohen Temperaturen zusammen mit einer mangelnden Vorbereitung der Gesundheits- und Versorgungssysteme zu insgesamt mehr als 70.000 Todesfällen in 16 europäischen Ländern. Für 2015 können wir für Deutschland sagen, dass nach Schätzungen ca. 6.100 Menschen an Herzinfarkt starben und an anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das jeweils Folgen der hitzebedingten Gesundheitsbelastungen gewesen ist. Das heißt also, wir müssen dieser Gesundheitsbedrohung begegnen. Dazu gehören unter anderem natürlich Präventionsmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen zu initiieren und die Gesundheits- und Sozialsysteme also hier weiter die Maßnahmen weiter zu verstetigen. Zum einen kommen natürlich der Vermeidung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen infolge der Hitzeereignisse in den Gesundheits- und Sozialwesen eine zentrale Bedeutung zu, denn hier ist die direkte Schnittstelle zu den Hauptrisikogruppen, nämlich den insbesondere älteren oder erkrankten Menschen. Und das ist natürlich für Thüringen, eine Gesellschaft, die zunehmend älter wird, von besonderer Bedeutung. Um hier Beispiele zu nennen, die Heimaufsicht in Thüringen prüft beispielsweise in den Einrichtungen bei Hitze regelmäßig, ob Medikamente sachgerecht gelagert werden, ob Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig zum Trinken angehalten werden und ob es Verdunklungsmöglichkeiten in den Räumen gibt, um also die Hitze möglichst außerhalb der Einrichtungen halten zu können. Wir bedienen uns bei der Beratung der Senioren- und Pflegeeinrichtungen eines Hitzehandlungsempfehlungen der Universität Potsdam, in dem Maßnahmen beschrieben sind, die sowohl im präventiven Bereich sich wiederfinden, als auch Maßnahmen für den Eintrittsfall einer hohen Hitze, als auch Leitfaden zur Erstellung einrichtungsbezogener Notfallpläne. Und wie gesagt, die Einrichtungen werden bestärkt, hier selbstständig entsprechende Handlungsleitfäden auf die jeweilige Einrichtung auch anzupassen und damit natürlich auch das Thema von Hitze und Gesundheit in Bezug auf diesen Bereich in den Fokus zu rücken. Weiteres Beispiel ist die Sicherung der vertragsärztlichen Versorgung. Hier wurden insbesondere die Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen fortgebildet zum Thema extreme Hitze, sodass Patientinnen und Patienten gut aufgeklärt und auch behandelt werden können. Seitens der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wurde eine entsprechende Patienteninformation angefertigt, die allen Vertragsärztinnen und Ärzten in Thüringen zur Verfügung gestellt wurde. Ein Beispiel für den Bereich der Krankenhäuser. Hier wurde im Bereich der Krankenhausförderung beispielsweise punktuell Maßnahmen gefördert, wie die Ersatzbeschaffung von Verschattungen,
Und mit Blick auf den sich ändernden klimatischen Bedingungen gibt es hier auch zunehmend entsprechende Anträge aus den Krankenhaushäusern für den Bereich der Krankenhausförderung, um eben bauliche Maßnahmen umsetzen zu können. Mit der Landesärztekammer sind wir auch in einem ganz intensiven Gespräch. Es wurde ja schon angesprochen, dass wir geplant haben, gemeinsam einen Hitzeaktionsplan für Thüringen zu erarbeiten. Im Vorfeld werden wir natürlich mit den entsprechenden Akteuren hier intensiv ins Gespräch kommen, beispielsweise mit der Landesärztekammer. Hier ist eine Arbeitsgruppe im Gespräch, in dem wir mit den Einrichtungen des Gesundheitswesens und den Trägern insbesondere ins Gespräch kommen wollen. Eine zweite wichtige Maßnahme sind die Frage der Nutzung des Hitzewarnsystems des Deutschen Wetterdienstes und die entsprechende Benachrichtigung besonders betroffener Einrichtungen. Wir sind uns einig, dass die rechtzeitige Information über bevorstehende Hitzeereignisse wichtig ist für die Prävention. Die Weltgesundheitsorganisation beispielsweise empfiehlt die Nutzung eines verlässlichen Hitzewarnsystems, dass die Dauer des bevorstehenden Hitzeereignisses, aber auch Verhaltensempfehlungen und gesundheitliche Risiken empfiehlt. In Deutschland existiert seit 2015 ein entsprechendes Hitzewarnsystem, in dem alle wichtigen Faktoren wie die Hitzebelastung im Freien, aber auch die Bedingungen in den Innenräumen beschrieben werden, die Anpassung der Menschen an Hitze im Laufe des Jahres wiedergegeben werden und aber auch besondere Belastungen in Städten und spezielle Reaktionen von älteren Menschen berücksichtigt werden. Dies wendet sich an verschiedene Adressaten, also nicht nur an Senioren- und Pflegeeinrichtungen, und kann dort angewandt und umgesetzt werden. Die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes werden wiederum über verschiedene Kanäle wie Newsletter oder auch die Gesundheitswetter-App, die ich sehr empfehlen kann, an der Stelle kommuniziert. In Thüringen erfolgen Hitzewarnungen an die Landkreise und kreisfreien Städte mittels des Warndienstsystems des Deutschen Wetterdienstes. Sie werden gezielt an die zuständigen Stellen gerichtet und wie gesagt, es geht vor allem darum, dann die stationären Einrichtungen im Blick zu haben, wie die Senioren- und Pflegeeinrichtungen, aber auch Kindergärten und andere Einrichtungen, die beispielsweise von ambulanten Pflegediensten besucht werden, um eben hier frühzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Eine weitere Maßnahme ist die Kommunikation von hitzeassoziierten Gesundheitsinformationen. Hier gilt es beispielsweise im Akutfall schnell die entsprechenden Maßnahmen kommunizieren zu können. Auf den Internetseiten des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz, aber auch auf der Internetseite meines Ministeriums finden sich entsprechende dauerhafte Informationen und Empfehlungen zur Minimierung von gesundheitlichen Risiken bei Hitzewellen. Das findet man unter dem Stichwort Umwelthygiene. Weiterhin haben wir gemeinsam mit dem Landesamt für Verbraucherschutz die Informationsangebote ausgeweitet und auch besser strukturiert. Es geht darum, dass Informationsbroschüren beispielsweise auch vorgehalten werden und dass man sie auch im Internet als Download verfügbar hat und herunterladen kann, um es, wie gesagt, auf die eigenen Bereiche auch herunterbrechen zu können. Und zusätzlich werden auf den Instagram-Seiten beispielsweise des Ministeriums auch der Umgang, Hinweise und Empfehlungen zum Umgang mit Hitze veröffentlicht. Wie Sie wissen, gibt es ja auch in Thüringen eine Landesgesundheitskonferenz. Hier wird am 8. September ein Fachtag stattfinden unter dem Thema Klima und Gesundheit, was es jetzt braucht. Dieser richtet sich an die verschiedenen Akteure in dem Bereich. Es wird zum einen zu Klimaveränderungen, aber auch zu deren Auswirkungen auf die Gesundheit sensibilisiert werden. Es gibt verschiedene Fachforen, die sich mit den Themengebieten Hitze, Gesundheitsberichterstattung und Klimadaten, aber auch Luftverschmutzung und deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Bereiche ÖGD und Public Health vertiefen sollen. Es wird auch eine Diskussion geben unter dem Schwerpunkt, wie kann eine klimagesunde Zukunft für alle gestaltet werden und wo müssen wir jetzt Prioritäten setzen. Wie Sie sehen, ist natürlich vor allem der Bereich der stationären Einrichtungen besonders im Fokus, aber, und deswegen ist die Landesgesundheitskonferenz so wichtig, wir müssen natürlich auch sehen, dass wir die Menschen in ihren Räumen erreichen. Gerade alleinlebende Seniorinnen und Senioren sind hier besonders gefährdet und deswegen ist es wichtig, dass wir in unserer Gesundheitskonferenz viele Akteure im Boot haben, die gemeinsam sich diese Aufgabe auch verschrieben haben.
Ja, herzlichen Dank zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt sind wir gespannt auf Fragen. Vielen herzlichen Dank für die Einführung. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Als erstes Herr Haag. So, ich gebe das Wort frei, bitte. Frau Sigismund, Frau Werner, hallo. Ich habe erstmal eine grundsätzliche Frage. Vor allen Dingen in Richtung Frau Sigismund. Wie zufrieden sind Sie denn damit, wie die Kommunen in Thüringen sich der Instrumente, die es zur Hitzeanpassung und zur Klimaanpassung ja schon seit Jahren gibt, Sie haben da ja darauf verwiesen, Klimainvest gibt es ja auch nicht erst seit diesem Jahr, wie die sich dieser Instrumente bedient haben. Denn auch bei den Kommunen, die Sie vorhin aufgezählt haben, die eigene Konzepte haben, das waren jetzt, glaube ich, 4 irgendwie. Das ist jetzt nicht so, also das ist jetzt nicht die Mehrheit der Landkreise. Das ist Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, Frau Sigismund, diese Toolbox, von der Sie da gesprochen haben, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Was ist das genau? Gibt es das schon? Was ist da drin? Soll das erst noch kommen? Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Das ist ein bisschen so wie mit den Wasserwehren, also diese Struktur, die wir einrichten, um gewappnet zu sein gegen Hochwasser. Es ist halt eine zusätzliche Aufgabe und das muss ich erst rumsprechen, dass das sinnvoll ist. Und tatsächlich ist es so, dass noch keine Kommune Thüringens einen fertig komplettierten Hitzeaktionsplan hat. Aber die großen Städte, also Erfurt, Jena, Weimar, Gera, tatsächlich daran arbeiten und Erfurt besonders herauszuheben ist, weil die mit der Analyse schlicht und ergreifend am weitesten sind, wo Hitze- und Wärmeinseln bislang entstanden sind. Stichwort Heat Resilient City. Und jetzt geht es eigentlich darum, als Kommunen, die noch keinen Hitzeaktionsplan haben, über Klimainvest mit nur 90% Förderung des Landes quasi die Datenerhebung zu machen, Schwachstellen dieser sogenannten Hitze- und Wärmeinseln herauszufinden und dann wirklich städtebaulich vor Ort kluge Entscheidungen zu treffen, um quasi in die Temperaturreduzierung gehen zu können. Das sind neue Aufgaben, die vor allen Dingen die Stadtplaner natürlich letztlich betreffen, aber die auch, wenn man Grundsatzentscheidungen fällen muss, wie beispielsweise in Jena, entscheide ich mich, einen verrohrten Lauf wie die Leutra wieder oberirdisch durch die Stadt fließen zu lassen, dann ist das nicht nur ein optischer Mehrwert, sondern es ist vor allen Dingen eine Frage tatsächlich des Kühlens. Jede Wasserader in einer Stadt kühlt, jeder Baum in einer Stadt kühlt und quasi die Stadtplanung auch ein Stück weit neu zu denken vor dem Hintergrund, dass wir deutlich mehr Hitzetage bekommen, das ist jetzt wichtig und das ist Ihre zweite Frage. Wie geht man damit um? Weil das sind ja sehr komplexe Fragen und sehr komplexe Entscheidungen. Kurzfristig hilft da unsere sogenannte Toolbox. Die macht Folgendes. Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Werkzeugkasten, wo Sie Hammer, Nägel und alles, was man eben so braucht, drin liegen hat. Nur eben in diesem Bereich für die Frage, wie mildere ich Hitze vor Ort ab? Und da gibt es 3 Ebenen. Die erste Ebene ist benannt kurzfristige Informationen, insbesondere an Menschen und Fachpersonal über Gesundheitsrisiken. Nur wenn ich das Risiko kenne, verhalte ich mich möglicherweise auch anders. Da geht es um Informationsmaterial, die Sensibilisierung beim öffentlichen Gesundheitsdienst ebenso wie Aus- und Weiterbildung für den Bereich Gesundheitswesen. Das ist die erste Ebene. Die zweite, die sich in dieser Toolbox befindet, sind spezielle zeitnahe Maßnahmen. Dazu gehört beispielsweise, dass man übrigens auch gefördert über Klimainvest den Kommunen hilft, möglicherweise Platzierungen für zum Beispiel das Bauen von öffentlichen Trinkwasserbrunnen oder andere Entscheidungen, dass wir über diese Toolbox quasi unterstützen, vor Ort richtige Entscheidungen zu treffen. Und die dritte Ebene der Toolbox, das ist sozusagen ganz unten im Werkzeugkasten, im Instrumentenkasten, sind langfristige Anpassungsmaßnahmen, also wirklich große städtebauliche Maßnahmen zur Reduktion von Hitzestau und Wärmeinseln, verstärkte Klimaschutztools, es sind Strategien zur Anpassung an den Klimawandel. Das heißt, das Ganze findet auf 3 Ebenen statt, Information und Schulung. Als zweites kleine prägnante Maßnahmen, die man möglicherweise schon Anfang nächsten Jahres umsetzen kann. Als drittes
quasi, wenn Sie so wollen, ein Reload der Städteplanung, insbesondere Richtung Städte, wo solche Wärmeinseln entstehen durch massive Verdichtung. Das ist ja irgendwie das Schlagwort der 90er gewesen, verdichten, verdichten in den Städten. Wir sehen angesichts der Klimakrise, dass wir uns damit quasi ein Stück weit noch mehr Probleme in die Städte holen und gerade die Gesundheit älterer und wirklich unserer Jüngsten einen Bärendienst erweisen. Und da quasi loslegen zu können, da hilft die Toolbox. Und wir stellen übrigens diese Toolbox auch Anfang September bei einer Veranstaltung Kommunen, also Verantwortungsträgern in den Kommunen, das nochmal im Einzelnen vor, tragen diese Informationen auch breit. Letztlich ist es so, dass wir uns einfach keine Fehlinvestitionen wie große betonierte Flächen gerade in Städten leisten können. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für den ländlichen Raum. Auch da entstehen Hitze- und Wärmeinseln, muss entsprechend reagiert werden. Das ist inzwischen das Einmaleins der kommunalen Daseinsvorsorge, genauso wie andere Fragen, weil es um die Gesundheit der Menschen geht. Frau Rothe. Riecht es wieder nicht hin? Ja, schönen guten Tag, Simon Rothe. Ich habe zunächst Nachfragen an Sie, Frau Sigismund. Vielleicht könnten Sie noch etwas konkreter sagen. Sie haben eingangs gesagt, das war der extremste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Können Sie dazu Daten liefern? Also was ist da das Extremste? Dann ist die Rede von bis zum Ende des Jahrhunderts 20 Hitzetage pro Jahr. Wie viel sind es denn jetzt und was ist denn ein Hitzetag? Plus 25, plus 30, was auch immer. Grad Celsius meine ich. Sie sprachen jetzt von den Plänen, den Hitzeaktionsplänen der Kommunen, kündigten aber einen auch fürs Land an. Was soll da drin stehen? Würde mich noch interessieren. Ich würde beginnen und vielleicht dann für die letzte Frage auch an die Kollegin Werner übergeben. Vielleicht kann man, wenn das möglich ist, nochmal die allererste Folie zeigen. Das ist der Dürremonitor vom UFZ. Der bezieht sich nämlich tatsächlich auf den Juni. Genau, richtig. So, also das Umweltforschungszentrum, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung unterstützt uns übrigens auch bei unserer Niedrigwasserstrategie. Das ist übrigens auch eine Karte, die wir im Rahmen der Niedrigwasserstrategie nutzen. Da sehen Sie, dass wir wirklich insbesondere in unseren Breiten, was die Niederschlagsmengen betrifft, tatsächlich vor großen Herausforderungen stehen. Der Juni war 3,5 Grad wärmer als die, und da misst man immer Klimaveränderungen. Man misst das nicht sozusagen im Vergleich zu dem Juni des letzten Jahres, sondern man misst es tatsächlich im Vergleich zu Vergleichsperioden, und die ist in unserem Fall die von 1961 bis 1990. Das ist unsere Vergleichsperiode, diese 30 Jahre. Und im Vergleich zum Durchschnitt eines Juni, nehmen wir mal mein Geburtsjahr 1977, jetzt habe ich richtig viel verraten, kann jetzt jeder rechnen. Im Vergleich zum Juni 1977 ist dieser Juni 3,5 Grad wärmer gewesen. Das ist aber kein Ausreißer nach oben. Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren durchaus eine deutliche Tendenz. Trotzdem würde man jetzt alleine diesen Juni nehmen, unseren vom Juni 22, im Vergleich zu dem Jahr 1881 hat man begonnen, quasi die Daten zu messen und auszuwerten, und im Vergleich zum Juni 1881 ist es der mit Abstand heißeste und trockenste in unseren Breiten. Und nochmal, das ist kein Ausreißer, sondern das liegt in der Tendenz der vergangenen Jahre, und das nennt sich Klimawandel, wenn man es mild formuliert. Ich spreche inzwischen von Klimakrise, weil wir tatsächlich in einer krisenhaften Situation sind, und die äußert sich an vielen Stellen. Ich habe es versucht deutlich zu machen, es ist zu trocken, es ist zu heiß in den Wintern. Es gilt das Gleiche. Wir haben sowohl beim Niederschlag als auch bei Temperatur, bei der Zunahme von Extremwetterereignissen, damit meine ich die Tatsache, dass wir jetzt eine Niedrigwasserstrategie gemacht haben, als nächstes einen Hitzeaktionsplan für dieses Land auflegen. Wir sind mitten in der Klimakrise. Und das Wichtigste ist mehr Klimaschutz.
Aber weil wir selbst über die besten Klimaschutzmaßnahmen nicht mehr alles verhindern können an Extremwetterereignissen, geht es jetzt auch darum, schon Klimaanpassung deutlich in den Vordergrund zu stellen und deswegen der Hitzeaktionsplan. Dazu zu diesem Instrument. Das Land Frankreich hat zum Beispiel einen Hitzeaktionsplan. Lernend aus dem Jahr 2003, die Kollegin Heike Werner hat es dargestellt, dass es europaweit 2003 entlang der damaligen Hitzewelle viele, viele tausend Menschen, insbesondere aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Leben gekostet hat. Es ist ziemlich klar, Frankreich hat damit reagiert, einen Hitzeaktionsplan für das Land auf den Weg zu bringen. Was Ähnliches gibt es in Spanien, in Italien und in der Schweiz. Da sehen Sie, dass wir eigentlich immer in der Regel südlicher unterwegs waren. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo auch wir das brauchen. Und das sind zuerst die Kommunen aufgefordert. Ich würde aber sagen, da wir das Thema für so wichtig erachten, kommt es jetzt ebenso, wie wir eine Niedrigwasserstrategie für das Land auf den Weg gebracht haben, darauf an, die Dinge als Ganzes zu betrachten. Und deswegen machen wir uns jetzt gemeinsam als Häuser auf den Weg, einen Hitzeaktionsplan auch für Thüringen zu erstellen, der für die unterschiedlichen Bereiche analysiert, so wie wir das bei der Niedrigwasserstrategie auch gemacht haben. Analyse, Lagebeschreibung zu Beginn, dann Maßnahmen vorschlägt, natürlich mit Empfehlungen arbeitet, sodass letztlich vor Ort alle befähigt sind, zu agieren und nicht nur zu reagieren. Das ist Sinn und Zweck der Übung. Bis dahin ist aber tatsächlich jede Kommune aufgefordert, sich, ich sage es nochmal, mit 90% über Klimainvest Hitzeaktionspläne fördern zu lassen. Mit Klimainvest kann man sich Verschattung fördern lassen. Man kann sozusagen Begrünung, Dächer, die entsprechend begrünt werden und andere Maßnahmen, die hier helfen, sozusagen Wärme aus der Stadt zu nehmen, unterstützend finanzieren zu lassen. Das heißt, die Instrumente sind nun wirklich da, die kurzfristige Toolbox ebenso wie der finanzielle Rahmen. Und um das Ganze sozusagen zusammenzudenken, arbeiten wir aber gemeinsam an einem landesweiten Hitzeaktionsplan, denn die Situation wird sich nicht von alleine verändern. Im Gegenteil, wir müssen uns wappnen. Wenn ich vielleicht mit einer Zahl noch unterstreichen darf, es gibt Modellrechnungen, die sich mit den Sterbefällen aufgrund der Hitze auseinandersetzen. Und hier wird beispielsweise für Deutschland prognostiziert, dass zukünftig mit einem Anstieg hitzebedingter Sterbefälle von 1-6% pro 1 Grad Celsius Temperaturanstieg zu rechnen ist. Das zeigt nochmal, welche Dimension diese Hitzewirkungen auf die Menschen haben. Und deswegen ist es uns so wichtig, an der Stelle zu reagieren. Und eigentlich wurde schon alles gesagt. Das Beispiel der Diskussion heute im Kabinett hat mich auch nochmal dabei bestärkt, wie wichtig das ist, hier mit den Ressorts gemeinsam in die Diskussion zu gehen, weil natürlich hier auch Synergien gefunden werden können, wenn es beispielsweise um kühle Räume oder Ähnliches geht. Aber wir müssen eben auch schauen, das haben wir heute auch ganz explizit im Kabinett angesprochen, dafür braucht es am Ende auch Ressourcen. Ich bin froh, dass es das Klima-Invest-Programm gibt, auf das die Kommunen auch jetzt schon zugreifen können. Aber es wird sicher auch noch weitere Ressourcen benötigt, um hier diese Hitzeanpassungsmaßnahmen auch vornehmen zu können. So, ich schaue mal hier in den Raum nach Fragen. Herr Henschel? Frau Siegesmund, noch mal zwei Fragen. Ist es der Toolbox? Diese Toolbox kann die, sagen wir auch, wenn man das jetzt auch umsetzt und anbietet, kann es auch bestehende Förderprogramme und Abbestände zugreifen? Also die Städtebauförderung, müsste da das Land möglicherweise zusätzliche Mittel bereitstellen? Vielleicht eine zweite Frage, haben Sie vielleicht auch zur Veranschaulichung noch vielleicht ein Beispiel, was aus Ihrer Sicht in diesen Hitzeaktionsplan des Landes und mit rein müsste zum Beispiel? Also vielleicht zur Förderkulisse. Über Klimainvest fördern wir zum Beispiel Personal, also Klimaanpassungsmanager und Managerinnen. Da macht sich jetzt die Stadt Jena auf den Weg. Ich verrate jetzt sozusagen etwas, dass tatsächlich die erste Stadt Thüringens sein wird, die diese Förderung über Klimainvest nutzt.
dafür jemanden zu gewinnen und einzustellen? Und was wird die Aufgabe dieses Klimaanpassungsmanagers sein? Der wird auf Basis dieser Karten, die Sie vorhin gesehen haben, die Wärmebildkarten, die wir hier eine aus Erfurt gezeigt haben, wird er oder sie genau schauen, an welchen Stellen Hitzestaus entstehen, Wärmeinseln, die letztlich auch quasi große Temperaturunterschiede ausmachen, und dann die Aufgabe haben, die bestehenden Fördertöpfe des Landes und übrigens auch des Bundes anzuzapfen. Also Klimainvest, ich kann das wirklich voller Überzeugung hier sagen, ist das ideale Programm für jede Kommune, um sich beim Thema Klimaschutz und Klimaanpassung maximal unterstützen zu lassen. Und wir haben das Programm, das gab es noch nicht vor 3 Jahren, wir haben da mit zarten 2 Millionen begonnen. Letztes Jahr lagen da 5 drin, dieses Jahr 10, nächstes Jahr habe ich 12 verhandelt. Und dann werden wir mit Sicherheit noch mit Ergänzungsprogrammen des Bundes, ich würde mal sagen, eine gute Grundlage haben, um die Kommunen maximal zu unterstützen. Also wäre ich Kommunalverantwortliche an erster Stelle, würde ich sagen, ich lasse mir vom Land zu 90% den Klimaschutz- oder Klimaanpassungsmanager, man kann sich auch wegen mir beides fördern lassen, in die Kommune holen. Der soll dann zu 90% gefördert vom Land den Hitzeaktionsplan machen. Und dann kann er sich gerne auch bei uns oder bei der Landesenergieagentur über weitere Förderprogramme von Bund und Land beraten lassen und dann mal richtig loslegen. Und das ist das Beste, was man zu dieser Zeit machen kann. Es ist wirklich, wirklich allerhöchste Zeit für die Menschen im Land, weil Klimakrise ist sehr konkret. Ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen letzten Mittwoch ging. Ich bin aus der Haustür gegangen, habe das Gefühl gehabt, ich laufe sprichwörtlich gegen die fast 40-Grad-Wand. Und das macht natürlich auch was mit dem Herz-Kreislauf-System. Versetzen Sie sich in die Lage von Kindern, die bei diesen Temperaturen quasi wirklich gesundheitlich an ihre Grenzen kommen, oder Ältere in Krankenhäusern. Also es ist wirklich höchste Zeit, quasi das Maximum an Vorsorge da rauszutragen. Deswegen würde ich sagen, es geht vor allen Dingen darum, die bestehenden oder jetzt auch neu auf den Weg gebrachten, mit der Toolbox Möglichkeiten zu nutzen, Fragen jederzeit an unsere Häuser gerne. Und letztlich gehen wir als Land sogar noch einen Schritt weiter, indem wir einen Landeshitzeaktionsplan auf den Weg bringen, versuchen wir ja auch permanent zu sensibilisieren und das Ganze zusammenzudenken, übrigens ressortübergreifend. Und ich kann Ihnen versichern, alle Kolleginnen und Kollegen im Kabinett haben sozusagen an dieser Stelle die Sensibilisierung, die wir auch brauchen, um das gemeinsam anzupacken. Und ich bin ganz besonders auch Heike Werner dafür dankbar, dass wir da zusammen jetzt ins Lied gehen können, genauso wie wir das bei der Niedrigwasserstrategie gemacht haben. Das ist nicht selbstverständlich, das auf den Weg zu bringen, aber es ist einfach nötig. Beispiel zu nennen, Sie hatten es angesprochen, wir haben die Toolbox, aus der man sich jetzt sozusagen auch schon bedienen kann. Ich habe vorhin das Thema der Menschen, die jetzt sozusagen nicht in stationären Einrichtungen sind, angesprochen. Wir müssen natürlich auch in die Zukunft sehen, und wir sehen beispielsweise in ländlichen Räumen haben wir viele ältere Menschen, die im Moment sozusagen, oder die weniger stationär versorgt werden, die momentan auch noch nicht so sehr von Klimabedingungen der Hitze betroffen sind, aber wir wissen aus Klimaprojektionen, dass auch an diese Orte es stärkere Hitzeexpositionen geben wird, und das ist eine Frage, die wir heute schon gemeinsam beantworten wollen. Wie können wir die Menschen beispielsweise in diesen Orten auch erreichen, und wie können wir diese etwas anfälligere Bevölkerung, die eben älter sind, erkrankt sind, wie können wir diese beispielsweise erreichen? Also auch das Thema der sozialen Ungleichheit spielt ja auch eine Rolle, und das können wir nur gemeinsam erreichen, beispielsweise auch Informationen an diese Menschen auch zu geben, zu bringen. Gibt es hier im Raum weitere Fragen? Dann hat Herr Haag noch eine Frage, bitte. Ich glaube, dann sind es noch 2 Fragen. Frau Werner, die eine geht an Sie. Können Sie denn Zahlen für Thüringen zu den Hitzetoten nennen? Gibt es da konkrete Zahlen? Gibt es da Schätzungen auch zu einer Entwicklung, wenn man jetzt mal die letzten 10 Jahre sich anguckt? Und die zweite Frage nochmal in Richtung Frau Siegesmund. Nach all dem, was Sie jetzt auch auf die Nachfragen auch der Kollegen und der Kollegin gesagt haben, muss man doch am Ende bilanzieren, wir stehen beim Thema Hitzeanpassung noch ganz, ganz am Anfang. Nach dem, was Sie geschildert haben, haben ja ganz viele Städte noch nicht mal richtige Konzepte und wissen eigentlich noch gar nicht, also die stehen noch bei der Analyse
Und das, was das Land tun kann und tun wird, auch mit diesem Hitzeaktionsplan, dem eigenen, wird am Ende darauf hinauslaufen, dass man sagt, das ist die Lage. Aber liebe Kommunen, ihr könnt das und das tun, aber am Ende wird es wieder bei den Kommunen hängen bleiben. Und klar, wenn das so ist, laufen wir dann nicht wieder in das nächste Kompetenzgewirr rein, dass man dann sagt, naja, könnten wir, aber uns fehlt das Geld, uns fehlt 200 Millionen Euro, wir würden ja, aber wir können nicht und so weiter. Ja, also für die aktuelle oder für 2020 liegen jetzt hier noch keine Zahlen vor, aber wir wissen beispielsweise, dass in den Hitzesommern 2003, 2006 und 2015 in Deutschland insgesamt 19.500 Menschen zusätzlich an den Folgen der Hitzebelastung gestorben sind. Und wie sich die Zahlen entwickeln können pro 1 Grad Celsius Temperaturanstieg, habe ich ja vorhin schon benannt. Aktuelle Zahlen für Thüringen habe ich im Moment leider nicht. Die mitteleuropäische Wohlfühltemperatur von uns allen liegt übrigens bei 23,5 Grad. Da fühlen wir uns nicht nur am wohlsten, da sind wir auch am leistungsfähigsten. Herr Haag, Sie sind jetzt hier nicht am Raum, wir sind schon leicht über 23,5 Grad, aber wir versuchen trotzdem, Ihre Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber ganz im Ernst, alles über dieser Temperatur, da nimmt auch die Leistungsfähigkeit tatsächlich ab. Das vielleicht neben der gesundheitlichen Frage tatsächlich auch mal noch ein Punkt zum Thema Hitze. Und Sie haben völlig recht, wir stehen am Anfang. Wir stehen deswegen am Anfang, weil die Dramatik der letzten Jahre immer weiter zugenommen hat und wir leider erst aus dem Schlamassel lernen, nämlich dann, wenn wir sehen, Hitzewellen, also mehrere Tage, wo es über 30 Grad hat, plus in Kombination mit der Trockenheit, werden deutlich öfter auftreten und ziehen erhebliche gesundheitliche und andere Beeinträchtigungen nach sich. Und Sie haben völlig recht, es ist vor allen Dingen im Rahmen unserer verfassungsgemäßen Kompetenzen so, dass die Kommunen befähigt sind, diese Fragen zu bearbeiten. Damit sie da bestmögliche Unterstützung bekommen, machen wir uns als Land auf den Weg mit der Toolbox, mit dem Landeshitzeaktionsplan, aber eben auch mit Geld. Und Klima Invest ist ein Förderprogramm, was es erst seit wenigen Jahren gibt. Da stehen dieses Jahr 10 Millionen Euro zur Verfügung, nächstes 12. Man muss nur zugreifen. Und dann kommt noch was dazu, damit die Kommunen nicht nur Pläne schreiben oder Analysen machen, wird es nächstes Jahr, sofern der Thüringer Landtag das möchte und bestätigt, so habe ich es jedenfalls verhandelt, und wir als Kabinett haben das gemeinsam beschlossen, wird es einen sogenannten Sonderlastenausgleich für die Kommunen in Höhe von 30 Millionen Euro nochmal obendrauf geben. Das heißt, so viel Geld für Kommunen, für Klimaschutz und Klimaanpassung gab es noch nie. Wenn Sie so wollen, ist das wirklich eine gute Ausstattung. Man muss nur zugreifen und muss an dieser Stelle die Programme nutzen. Wir kommen insgesamt, wenn der Etat so beschlossen wird, wie wir ihn verhandelt haben, alleine aus meinem Ressort, und da habe ich noch nicht quasi die Punkte aus den anderen Ressorts dazugezählt, kommen wir auf 50 Millionen Euro insgesamt für alle Programme, die die Kommunen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung anzapfen können und hier vor Ort in die Umsetzung gehen können. Es leuchtet, glaube ich, aber auch jeden ein, dass es kommunale Verantwortung ist, diese Pläne zu machen, weil ich glaube nicht, dass wir in Erfurt sehen können, wo in Weimar sinnvollerweise ein Trinkwasserbrunnen steht oder wo möglicherweise Nikita komplett so zur Südseite Sonneneinstrahlung abbekommt, dass sich die Räume aufheizen. Das ist sind Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden müssen. Was wir machen, ist den Instrumentenkasten wirklich, wirklich üppig, proper, fett, ja, zu füllen, aber zugreifen müssen die Kommunen. So, ich habe eine letzte Frage von Herrn Haag und dann gibt es noch eine Frage, Frau Werner, zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die würde ich dann da hinten anstellen. Bitte, Herr Haag. Ich habe keine mehr. Alles klar. Gut, dann kommt das schneller. Und zwar von Herrn Bernhardt. Und zwar, wie ist die Lage mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Wie viele Bußgeldbescheide versandt? Gab es schon Betretungsverbote, Kündigung? Was melden die Gesundheitsämter für eine Stimmung und wie wollen sie bis zum Jahresende kommen, wenn die Impfpflicht möglicherweise ausläuft? Vielleicht eine kurze Einführung und die Details dann in der schriftlichen Beantwortung für Herrn Bernhardt vom Deutschlandradio. Bitte schön. Ja,
Herzlichen Dank auch für diese Frage, die sehr bewegt. Ich bin ja derzeit unterwegs auf Sommertour und unter anderem in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Gesundheitsämtern, sodass das Thema der einrichtungsbezogenen Impfpflicht immer wieder auftaucht. Mein Stand letzte Woche war, dass 140 Bußgeldanhörungen derzeit sozusagen unterwegs sind. Das heißt, soweit ich weiß, sind noch keine Bußgelder ausgesprochen worden. Der nächste Schritt wäre dann die Frage, ob bei den Menschen, die jetzt nicht geimpft sind, Betretungsverbote ausgesprochen werden müssten. Dazu werden auch wiederum Anhörungen mit den Trägern durchgeführt. Es gibt ja einen klaren Katalog, an dem sich die Gesundheitsämter orientieren. Also beispielsweise, wie nah derjenige Mensch an einem Patienten oder an einer Bewohnerin arbeitet. Aber auch beispielsweise, ob die Versorgungssicherheit gefährdet wäre. Und das ist für uns oberstes Kriterium. Versorgungssicherheit darf nicht gefährdet werden. Wir müssen jetzt die Anhörungen abwarten und sehen, inwiefern hier entsprechend Betretungsverbote ausgesprochen würden. Aber wie gesagt, es gibt auch einen Zeitplan, den können wir Ihnen gerne auch noch mal zur Verfügung stellen, sodass die Frage zu Tätigkeiten, Betretungsverboten jetzt noch nicht steht. Was das Jahresende angeht, in dem ja die einrichtungsbezogene Impfpflicht zunächst nur bis zum 31.12.2022 festgelegt wurde, ist das noch offen. Es gibt Diskussionen dazu, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zu verlängern. Sie hat einen Effekt, das heißt weniger Ansteckung, weniger Todesfälle. Aber auf der anderen Seite wissen Sie auch, dass auf Bundesebene im Zusammenhang damit auch immer die Frage der allgemeinen Impfpflicht diskutiert wurde und dass die Koalitionspartner an der Stelle, soweit ich weiß, sich noch nicht geeint haben. Insofern können wir als Länder jetzt nur abwarten, wie sich die Bundesregierung und der Bundestag an der Stelle verständigen wird. Es gab aber von der Gesundheitsministerkonferenz auch einen entsprechenden Antrag, den wir gemeinsam beschlossen haben, an den Bundesgesundheitsminister, in dem wir auch noch mal darauf hingewiesen haben, dass eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für uns einhergeht, auch mit einer allgemeinen Impfpflicht. Und insofern bin ich gespannt auf die Diskussionen auf Bundesebene. Ganz herzlichen Dank, Frau Sigismund. Ganz herzlichen Dank, Frau Werner, für das heutige Thema und das Bestreiten hier. Wir sehen uns in der Form wieder nach derzeitigem Stand am 23. August. Wenn sich das ändern soll, da würden wir Sie informieren. Ansonsten einen schönen Tag. Soweit. Tschüss.